Hallo, meine Lieben, willkommen zu Teil 4 unserer Pachtwaldwanderung, die ich einfach machen muss, um in Corona-Zeiten zu überleben. Ich biete Führungen an, mit und ohne Führer. Ohne Führer ist es 10 Euro pro Person, mit Führer, also geführte Führungen, sind dann 50 Euro pro Person und das ist preiswert. Vergleichsweise. Hier sind wir in einem ganz besonderen Areal. Hier, wenn wir mal schauen, das ist ein Moor. Moor, wie wir alle wissen, darf man nicht mehr sagen. Also ist es ein Sumpf. Früher, als man noch Moor sagen durfte, gab es hier wurde die Moorprinzessin gekürt. Und das war also folgendermaßen. Es wurden 20 Jungfrauen im Moor, was man damals noch sagen durfte, versenkt. Und welche als Letzte mit dem Kopf rausguckte, das war die Moorkönigin oder Moorprinzessin. Sumpfprinzessin klingt nicht schön. Sumpfschnepfe hat dann mal einer vorgeschlagen. Das ist natürlich nicht schön. Das wollen wir nicht. Das ist Moorkraut. Das werden dann später mal Moorbäume, also Sumpfbäume, Entschuldigung. Und das bringt mich natürlich, ich werde oft gefragt, Jürgen, hast du einen Weihnachtsbaum an Weihnachten? Und dann sage ich, wir wollen mal die Bäume im Wald lassen, ne? Analog zu die Kirche im Dorf lassen, ein Wortspiel. Oder wie der große Thorsten Sträter sagt, ich stelle ja auch keine Kommode in den Wald. Das war Teil 4 unserer kleinen Lehrfilmreihe Mein Jürgens Pachtwald. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.